Wohin sie sein? Sie sind nirgends zu sehen. Sie sind verschwunden. Ja, das sind sie. Sie müssen hier reingegangen sein. Kommt hoch! Sarah, worauf wartest du noch? Auf gar nichts. Ich habe nur einfach keine Lust, da reinzugehen. Das ist alles. Sarah? Na schön, wie du willst. Dann gehen wir eben ohne dich weiter. Strut, jetzt bin ich an der Reihe, das Ei zu tragen. Oh nein, um Himmels Willen, nicht bleiben hier. Jetzt habe ich es verloren. Verlier bloß nicht dieses Ei! Hey, wo willst du hin? In Ordnung, tut weh, überall. Oh. Wow, gute Zera. Oh, ich glaube, ich habe mir mein Horn verbogen. Wo ist Spike? Ja, hurra! Hier ist es unheimlich. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind im geheimnisvollen Jenseits. Das geheimnisvolle Jenseits? Also ich habe keine Angst vor diesem komischen Jenseits. Wir brauchen vor nichts und niemanden Angst zu haben, solange wir zusammen sind. Richtig? Richtig? Ich will wieder nach Hause. Petri auch nach Hause. Ja, aber wo ist das Ei? Wir können es doch nicht einfach hier lassen. So ganz alleine. Ich fürchte, es ist kaputt gegangen. Leb wohl, Babyschwesterchen. Oder Babybrüderchen. Nicht weinen, Ducky. Das ist nun einmal so im Leben, weißt du? Außerdem ist das ganze Nest voller Eier. Ja, aber das war was Besonderes. Es war mein allerliebstes Lieblingsei, jawohl. Ganz in Blau und Orange. Und es hat geglänzt. So eins gibt es nicht noch einmal auf der ganzen großen Welt. Abgesehen von diesem hier.
Ducky, da ist es! Ja, das ist es! Das Ei! Es ist gar nicht kaputt! Hallo, Babybrüderchen oder Babyschwesterchen! Hey, du bist gewachsen! Das wird ein besonders großes Babybrüderchen oder Schwesterchen! Kommt, wir bringen es zurück zum Nest! Aber wie wir das machen? Ei ist groß! Ich weiß wie! Wir bauen was zum Tragen aus Blättern und Zweigen. Oh ja, was zum Tragen, das ist gut. Ja, ja, ja. Endlich wieder zu Hause. Warten, allen zu erzählen, wie wir das Ei gerettet haben. Sie nie wieder denken, wir Babys sein. Mach weiter, Ducky. Leg es zurück. Es ist schon wieder zurück. Sieh doch. Oh. Also, wenn Duckys Ei die ganze Zeit im Nest war, wessen Ei ist das? Vielleicht die Böslinge stehlen aus anderem Nest? Ja, aber aus welchem? Das wissen wir erst, wenn es ausgebrütet ist. Ja, dann können wir es zu seiner Familie zurückbringen. Aber wer passt darauf auf, bis es ausgeschlüpft ist? Wir natürlich. Immerhin sind wir ja keine kleinen Babys mehr. Also, ich weiß nicht. Wir sollten den Großen Bescheid sagen. Nein! Wenn die rauskriegen, wo wir waren, packen die uns sofort wieder in unsere Nester. Wir erzählen den Erwachsenen kein Sterbenswörtchen, klar? Klar? Na gut. Littlefoot. Wach auf, du Schlafmütze. Die große helle Scheibe steigt auch schon am Himmel auf. Oh, ich fühle mich, als wäre ein Berg über mir eingestürzt. Ist er auch. Bist du das, Ozzy? Wo steckst du? Du stehst auf mir drauf. Ich stehe hoch. Hast du das Ei gerettet? Oh, das Ei? Ah, du meinst das Ei? Ja, ich meine, ich hab nicht, aber die Kinder, ja, die haben... Ja, genau, die Kinder haben uns das Ei gestohlen. Oh, diese Spitzbuben. Sie haben es wirklich gewagt. Nun, dafür werden sie büßen. Und wie... Wie lange müssen wir denn noch warten? Ich habe keine Ahnung, aber es könnte eine Weile dauern. Meine Mutter brütet Eier aus mit Sitzen. Ist warm. Ich sitze auf Ei. Ich frage mich, was es wohl wird. Hoffentlich ein Mädchen. Vielleicht Flügelflieger wie mich. Oder ein Schwimmer, so wie ich. Hey, warum könnt ihr nicht seine Eltern sein? Stell dich nicht so dumm an, Littlefoot. Wie können wir denn seine Eltern sein? Naja,
Wir ziehen es groß und unterrichten es. Das wäre doch toll. Oh ja, ja, ja. Ich wäre eine sehr, sehr gute Mutter. Wir gute Eltern sein. Also ich glaube, ich wäre die beste Mutter der Welt. Wie kommst du denn darauf? Das Kleine könnte bei mir alles machen, was es will. Das mir gut gefallen. Ja. Niemals würde ich Nein zu ihm sagen. Oh nein, 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 nein. Was ist? Wollen wir es machen? Oh. Ja.